Wir stehen vor einem wichtigen Parteitag. Unsere Gegner in den Medien und in den anderen Parteien hoffen, dass von diesem Parteitag ein Signal der Zerstrittenheit ausgeht. Das Gegenteil wird der Fall sein. Wir werden ein Signal der Geschlossenheit an unsere Mitglieder und an unsere Wählerinnen und Wähler senden. Gerade jetzt in der Krise wird die Linke gebraucht. Sie muss verhindern, dass nach der Bundestagswahl Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Sozialbedürftige die Zeche zahlen müssen für die Milliardenschecks, die Frau Merkel für die Banken ausgestellt hat. Deshalb fordern wir, den Hartz-IV-Satz zu erhöhen. Es kann nicht sein, dass die Hartz-IV-Empfänger mit dazu beitragen müssen, um die Verluste bei den Banken auszugleichen. Deshalb wollen wir die Renten erhöhen. Es kann nicht sein, dass die Rentnerinnen und Rentner immer wieder Kaufkraftverluste hinnehmen müssen. Und wir wollen weiterhin, auch in der Krise, ein Wachstum der Löhne und insbesondere den gesetzlichen Mindestlohn, wie ihn viele Staaten in Europa haben. Wir wollen aber auch deutlich machen, dass wir Konzepte haben, um die ökologische Erneuerung der Industriegesellschaft voranzutreiben. Wir wollen die Brücke ins Solarzeitalter bauen und wir wollen eine Rekommunalisierung der Energieversorgung, um die Preise wieder in den Griff zu kriegen. Und nicht zuletzt, wir sind und bleiben die Antikriegspartei. In Afghanistan tobt ein Krieg und die Deutschen sind daran beteiligt. Die Lehre aus unserer Geschichte im letzten Jahrhundert muss aber sein, von deutschem Boden darf niemals wieder Krieg ausgehen. Und daran hält die Linke fest.